musikalisch beschwingte Klänge, die den Frühling einläuten. Die gab es beim 58. Frühjahrskonzert des MV Stadtkapelle Murau am Samstag, den 9. März 2024. Die zahlreichen talentierten Musiker gaben unter der Leitung von Christoph Lassacher ein sehr beschwingtes und anspruchsvolles Programm zum Besten mit Darbietungen von ABBA bis zum Weißen Rössel, African Dreams, dem Glanz der Sterne, der Indiana Jones Selection oder dem Lebensfreude-Polka war alles mit dabei. Durch den Abend führte Waltraud Tullnick. Ist immer ganz ein schwieriger Punkt, dass man ein passendes Programm findet. Man muss ein bisschen abwägen, was ist spielbar, was taugt die Musiker zum Spielen. Da ist dann verbindet, man hat Profis dabei, man hat Junge dabei, die vielleicht das erste oder das zweite Mal erst mitspielen. Dann hat natürlich, was gefällt dem Publikum. Publikum ist natürlich auch die Geschmäcker von bis dabei. Das ist immer, sage ich mal, ein sehr langwieriger Prozess, bis man ein Programm dann hat. Wir haben zum Beispiel beim Broken Sword haben wir am Anfang ein wunderschönes Flügelhorn-Solo drin gehabt, das die Betty gespielt hat. Zum Beispiel, das sind die offenen Stellen. Es ist die Stimmung hervorragend innerhalb von den Instrumentengruppen. Wir haben keine groben Unterschiede im Tempo und so weiter. Also das ist da der Fokus, auf das ich so ein bisschen. Und das läuft eigentlich super. Für den Musikverein ist das heurige Jahr ein ganz besonderes. Schließlich feiert man das 150-jährige Bestandsjubiläum. Prinzipiell ist es so, dass wir das ganze Vereinsjahr unter das Jubiläum stellen wollen, unter das Motto 150 Jahre. Angefangen heute mit dem Frühjahrskonzert, soll sich aber weiter das ganze Jahr ziehen mit unseren Parkkonzerten bis hin zum Samsonfest. Zusätzlich dazu ist am 31. August noch ein großes Samson-Treffen, das die Bürgergarde Murau veranstaltet. Das werden wir auch umrahmen und am Vorabend einen großen Zapfenstreich am Abend spielen. Ja. Viele Anwesende begleiten den Musikverein seit Jahrzehnten und freuen sich, Teil davon zu sein, beziehungsweise eine erfolgreiche Vereinsgeschichte mitgestaltet zu haben. Ich bin total begeistert vom Programm. Es ist so kurzweilig, es ist so abwechslungsreich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich eigentlich seit meiner Kindheit die Jahre mit dem Musikverein verbinden, freut es mich umso mehr, dass ich mittlerweile durch das Programm führen darf und den Musikverein Murau so unterstützen darf. Was sagst du zum Programm? Wie ist es für dich als Musikerin? Ich muss sagen, es ist wirklich sehr abwechslungsreich heuer, sehr gut gestaltet. Für die jungen Musiker ist ganz viel dabei und ich glaube auch für die vielen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Wir haben schon bei den Proben eine Gaudi gehabt, weil es wirklich ein sehr abwechslungsreiches und ein sehr, ich glaube, unterhaltsames Programm ist. Mit vielen verschiedenen Rhythmen und mit vielen verschiedenen Stimmungen. Und es ist sogar ein Schuss gefallen? Ein einziger. Das warst du, oder? Das war ich, ja. Und das Richtige zum Finden zwischen laut und leise und die richtige Lautstärke ist gar nicht so einfach. Aber ja, es ist ein kleines Show-Element. Wolfgang, 150 Jahre Musikverein. Wie viele Jahre davon bist du schon dabei? Ich bin seit 1998 dabei. Das sind 26 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja.
und war aber in den 90er, Anfang der 90er Jahre schon Aushilfs- und Freundschaftsmusiker bei diesem Verein, also schon eine lange Zeit. Und war immer lustig. Ein richtiges Frühjahrskonzert, wirklich auch von Musik her. Es könnte belebender, erfrischender sein. Die Zusammensetzung vom Programm, was sagst du dazu? Ich finde, es ist sehr gut ausgewählt. Das ist ja das Recht des Kapellmeisters. Aber er hat es, glaube ich, geschafft, einen bunten Mix zu gestalten, wo auch für Musiker was dabei ist, aber auch für jemanden, der nicht so viel von Musik versteht und sich einfach berauschen lassen will von der Musik. Und diese bunte Mischung hat auch Philipp Fruhmann immer schon gehabt bei seinen Konzerten und das wird auch so fortgeführt. Also ich bin zufrieden. Wie viele von den 150 Jahren waren Sie Kapellmeister? 58 Jahre. 58 Jahre? 58, ja. Ja, wenn Sie sagen, heuer das großartige Jubiläum, freuen Sie sich? Ja, selbstverständlich freut man sich bei so einem großen Jubiläum, wenn man mit dabei sein kann. Und es zeigt ja heute schon, dass sich die Musik, wo sie sich jetzt neu orientiert, schon auf dem richtigen Weg ist. Und wie ist das Frühjahrskonzert bei den Gästen angekommen? Ja, der Musikverein ist sicher einer der ältesten Vereine in unserer Gemeinde. Und Gott sei Dank funktioniert er auch nach 150 Jahren noch sehr gut. Wenn man heute schaut, wer auf der Bühne sitzt, dann habe ich für mich selbst wahrgenommen, dass der Altersschnitt sich massiv nach unten hin revidiert hat. Das heißt, es sind sehr viele junge Menschen dabei und das heutige Programm begeistert mich wirklich, weil es irrsinnig bunt ist, es ist vielfältig, es ist eine ganz tolle Kombination aus verschiedensten Musikstilen und ganz eine tolle Geschichte, eine lässige Geschichte und Gratulation auf jeden Fall an alle, die da mitwirken, die irrsinnig viel Zeit in Proben investieren, an den Kapellmeister, an den Obmann, an alle, die sich auch für das Gemeinwohl, ein Musikverein dient dem Gemeinwohl, da engagieren. Ja, das heutige Programm ist ausgezeichnet, also mir gefällt es sehr gut. Es ist ein junges Team, man sieht es, und es ist eine schwungvolle Musik und das passt genau für die jungen Musiker, für Motivation. Ich finde, es ist einfach ein toller Abend heute. Das Programm ist sensationell, habe ich von vielen Seiten jetzt schon gehört. Wie siehst du das? Ein sehr abwechslungsreiches und sehr tolles Konzert. Also herzliche Gratulation und ich freue mich schon auf die zweite Halbzeit. Musikalisch gibt es natürlich immer Luft nach oben, also nach oben hier gibt es keine Grenzen nicht. Für mich ist das Wichtigste in einer Musik, speziell in einer Blasmusik, ist einmal der Spaß. Der sollte im Vordergrund stehen, man sollte gern zur Ausrichtung gehen, gern zu den Proben gehen. Aktuell ist eine von den Herausforderungen, ist das, wenn man einen super Jugendstock, der ist jetzt zum Aufbauen, schauen, dass man zusätzlich noch Junge dazukriegt, dass man wieder einen richtig guten Stock von der Stadtkapelle hat, die immer da sind, die Freude haben, die vielleicht dann in die nächste Generation motivieren können, aber auch, dass man so wie heute das Publikum, beziehungsweise allgemein in der Stadt, die Bevölkerung, wo man wo spielt, dass die Leute kommen, dass einfach auch jeder sich freut, wenn die Blasmusik spielt. Jeder Verein lebt von der Jugend, das ist bei uns nichts anderes. Dementsprechend sind wir relativ jung aufgestellt, wir haben einen Altersschnitt von knapp über 20 Jahren. Es freut uns natürlich sehr, dass wir auch für die Zukunft da ein Fundament haben. Großer Applaus für ein hervorragendes Frühjahrskonzert 2024 und Happy Birthday zu 150 Jahren Musikverein Stadtkapelle Murau.